Willkommen zu Teil 36 meiner Train Fever Hardmode Serie. Ich hatte ja im letzten Teil schon erwähnt, dass das mit dem TGW wohl nicht so die tolle Idee war. Gut, das war ein Versuch. Wollte mal sehen, wie weit ich komme mit der Geschwindigkeit, aber bin ja doch absolut nicht herangekommen, da wo ich hin wollte. Also 250 habe ich geschafft, aber keine 300. Dafür ist die Strecke zu kurz. Ich werde jetzt hier für den Moment auch keine spezielle Strecke dafür bauen. Zumindest im Moment nicht. Was ich aber auf jeden Fall machen sollte, ist den TGW dann wieder hier verkaufen und da normale Lok hinsetzen. Weil, ja, weiß nicht. Weil, boah, es sind doch hier einige Gewinne gekommen. Bin ja fast verwundert. Okay, lass mich ruhig nochmal laufen. Naja, aber okay, hier war, glaube ich, der Verkauf da irgendwas probiert. Ja, es kommt einfach nicht raus von den Gewinnen her. Klar, ein bisschen Gewinn mache ich schon, aber ich denke, mit einer normalen Lok ist das deutlich besser. Mit jedem Monat, wo ich das weiterlaufen lasse, verliere ich sinnlos Geld. Benjental wird netterweise nur auch langsam immer größer. Was haben wir denn hier schon? Naja, 415 ist jetzt auch noch nicht so riesig, aber man sieht doch, da sind einige Ansiedlungen. Der siedelt mir fast den Bahnhof zu. Da sollte ich mir jetzt schleunigst nochmal genau angucken, wie da meine Planung war. Drei Gleise habe ich. Irgendwann, ja klar, Stumsdorf ist das eine. Das werde ich auf jeden Fall noch anschließen. Das dürfte sowohl Stumsdorf auch als auch Benjental helfen. Dann war die Idee auch nochmal Lenting, aber ich glaube, das lasse ich vielleicht doch bleiben. Das ist ja hier fast die gleiche Strecke nach Königsdorf. Ich glaube nicht, dass das wirklich Sinn macht. Aber Ettenhausen und Benjental, das geht natürlich schon. Weil ich da noch gar nicht mal sicher bin, wo ich da lang gehe. Ich könnte natürlich sicherlich hier quer über das Wasser. Das wird bestimmt Schweinesteuer. Weil das ja vielleicht auch interessant ist. Vielleicht mache ich das sogar. Dann muss ich mal schauen, dass ich denn hier durchkomme. Aber gut, das ist im Moment jetzt noch nicht so wichtig. Es ging nur um die Gleise. Ich hätte also hier nach Süden in dem Fall noch eine Verbindung. Das dürfte eine von denen werden. Wahrscheinlich denn dieses Gleis und dieses bleibt nach Königsdorf und hier das nördliche Gleis. Geht dann nach Stumsdorf und gut, bevor er mich hier zubaut, er hat's schon. Ich würde jetzt im Moment schon gar nicht mehr rauskommen. Muss ich mal lieber schon mal die Gleise hier verlegen. Dann werde ich nämlich an die Seite da auch noch den Lokschuppen bauen, den ich ja eh brauche. Werde ich dann auch gleich nutzen, um da den TGW entsprechend zu verkaufen und einen anderen Zug zu kaufen. So, hier dann drüber. Tja, das ist schon so gerade. Dann kann ich die Verbindung sogar komplett abreißen. Ja, ich glaube, ich baue dann doch wieder eine normale Straße drüber. Aber halt in dem besseren Winkel. Gucken, ob das reicht. Ja. So, gut. Wer muss da denn darum?
Eigentlich wollte ich hier nur den Lokschuppen hinsetzen. Jetzt bin ich schon wieder voll am Bau. Naja, das macht ja schon so. Jetzt brauche ich aber trotzdem erstmal für den Lokschuppen. Moment, alles noch rumpasst, da fehlt noch was. Ja, das ist aber da. Ja, okay. Dann lege ich gerade, wenn ich den hier oben ziehe. Ich habe gerade noch eine bessere Idee. Oh Mann, wieder aufzubauen. Und zwar kann ich den Lokschuppen ja auch hier dazwischen setzen. Das ist sicher sinnvoller, dann brauche ich nämlich hier oben die Gleise gar nicht. So. Die Verbindung hier Richtung Norden, die sind hier überflüssig. Habe ich nur so viel an der Straße rumgebaut? Naja, egal. Manchmal kommen die guten Ideen erst mit etwas Verspätung. Okay, so. Dann tja, die haben schon ordentlichen Speed drauf, aber hat keinen Wert. So, dann nehme ich hier jetzt natürlich auf jeden Fall auch die 101 und die 110, ja, also 5 Waggons ist hier auch
Oh, der zieht auch gleich mit 110 ins Feld. Naja, okay, das war ja jetzt ja auch teilweise im Stillstand. Mal gucken, ob er die 220 packt. Naja, und nicht so ganz. Sicherlich auch bedingt durch die Wagen. Ist schon ziemlich heftig, was ich ihm da angebaumelt habe. Okay. Das dazu. Die Sünden vom letzten Mal wieder in Ordnung gebracht. Habe ich mal gerade einen kleinen Blick auf die Diesdorf-Route hier, die ich da eingerichtet habe. Der ist bei 34. Naja, das war ja gerade das Potenzial hier von Diesdorf. Okay. So, dann war hier noch die Idee mit den Gütern, die mal hier Richtung Lenting zu schaffen. Naja, 106, boah, da werden wohl bald die Güter nicht reichen. Dann muss ich mir da auch noch was Neues einfallen lassen. Irgendwelche Dinge hier, vielleicht muss ich was mit dem Öl machen hier, das wäre ja zum Beispiel eine Variante. Wenn ich das hier hinschaffe, um so für Königsdorf weitere Güter zu schaffen, anzubringen. Aber jetzt wäre ich dann doch erstmal hier noch. Also den kann ich nicht nehmen, wenn ich den hier auch noch fahren lasse, dann. Also ich meine von hier nach Lenting. Ist ja nur für zwei Platz. Ja, das große Depot funktioniert ja auch nicht so gut. Na gut, aber das ist nicht so schlimm, dann baue ich noch ein neues. Die Frage ist, wo ich hier das Depot unterkriege. Also das, um dann die Güter hier abzuwerfen. Ja, schon gesehen, die meisten fahren doch alle hier in diesem Bereich, also irgendwo will ich hier schon hin. Vielleicht so, dass ich nicht allzu viel abreißen muss. Naja. Das stört ja auch noch. Geht's dann, okay. Jetzt wieder weitermachen. Und dann kommt hier noch ein zweites Lager daneben, würde ich sagen. Haut da gleich mal wieder alle Güter weg. So, noch sind die Güter dann alleine unterwegs. Tja, wenn ich jetzt hier jetzt wirklich noch selbst fahre,
steht schon die Frage, steht schon die Überlegung, ob ich mich hier vielleicht sogar eine Brücke baue. Über die Bahnlinie. Das ist ja schon einiges an Verkehr hier, was von Lending hier Richtung Königsdorf unterwegs ist. Wobei, irgendwie habe ich schon erlebt, dass es ein bisschen weniger geworden ist mit dem Individualverkehr. Ich denke, da hat durchaus auch meine Geschwindigkeitserhöhung hier zwischen Königsdorf und Lending geholfen. So, der ist hier immer noch brav unterwegs. Ah, die ersten Güter liegen hier schon rum. Wunderbar. Da sollte ich das Vollladen jetzt auch schon einstellen können, da ist ja wirklich eine Menge, was da kommt. Da muss man denn schauen, ob die zwei das schaffen. Wie wage ich das fast zu bezweifeln, es sind ja über 100, die da Richtung Lending gehen. Tja, hier hat er auch schon momentan Probleme, den Bedarf zu decken. Kann aber auch sein, durch meine Umbauten hier. Ja, eigentlich müsste der hier nur die Produktion hochfahren, dann hätte er das schon. Und so kommt hier bald ein LKW. Ah, so schnell kommt der nicht. Das ist doch ein ganz schönes Stück da bis in die Stadt. Also da ist ein Dritter fällig. Dann muss man das mal weiter beobachten. Immerhin ist es jetzt so, dass hier doch Güter kommen, die LKWs hier Richtung Königsdorf. Ja. Naja, ich wollte gerade sagen, machen da zumindest keine Schlangen mehr. Aber warten muss er jetzt doch hier wieder. Aber mal gucken, ich denke, das geht hier noch durchaus eine ganze Ecke weiter hoch. Aber für den Moment wird es dann erstmal wieder passen. 12 Jahre plus. Nein, nein, nein. Habe ich vergessen zurückzustellen. Das ging ja gerade nochmal gut. Hatte ich das hier eigentlich? Da schlafen. Dachte ich mir jetzt schon fast. Wie hatte ich das im Gefühl, dass da noch die Straßenbahn drin war? Na gut, aber ansonsten Auslastung, ja, das könnte auch fast bald noch einen mehr vertragen. Wo hatte ich vorhin mal geschaut? Da waren zwei volle und die anderen beiden waren nicht so voll. Das scheint jetzt hier im Benjen-Teil ganz gut zu laufen. Du bist ja nicht mehr veraltet. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Lenting-Ettenhausen, na wunderbar. Wir sind im Grünen. Und das bei doch schon 13 Jahre alten Fahrzeugen. Da ist natürlich dann auch jetzt die Geschichte, ob ich den umstelle. Auf, ja, in dem Fall natürlich nur 88. Aber da bin ich schon fast versucht, da auf 88 und den höheren Speed gehen, weil der Speeder hilft ja dann auch wieder. Bei der Passagiermenge, den mache ich ja mal aus. Naja, mal gucken. Das muss noch ein bisschen laufen. Genau, mal gucken, wie sich das denn weiterentwickelt. Ich denke, wenn ich jetzt hier schon so angefangen hätte,
Tja, was wollen wir raten? Mache ich hier Etten, Benjental, Stumsdorf? Das bringt natürlich hier mit die zwei Nester Wachstum oder schließe ich die nächste Stadt an? In dem Fall vielleicht Baldesch oder so. Ne? Ach, machen wir mal Baldesch. Bisschen was für Tottenweiß, ist dann auch nicht schlecht. Wollen wir mal gucken. Bahnhof, das sieht ja hier alles relativ flach aus. Zeig. Ah, es sieht nur so aus. Am Rössnitz würden wir hier von oben kommen. Das ist die eine Verbindung. Die zweite ist Tottenweiß. Ich habe also zwei Gleise. Und den Bahnhof, den würde ich dann vielleicht hier setzen. Ja. Tja, hier ist schon relativ flach, wie ihr seht. Relativ bergig. Ah, aber viel besser wird's nicht. Ach, hier wird's noch teurer. Naja, schon okay. Naja. Man muss da hoch, na, das wird auch noch nicht so einfach. Aber erstmal nicht so wichtig. Wichtiger ist der Anschluss hier Richtung Tottenweil. Und dann wird ja auch irgendwann nochmal wichtig, wo kriegt Baldesch Güter her? Ich würde fast vorschlagen, dass ich hier welche abzweige und hier rüber fahre. Ich weiß auch nicht so recht. Da klaue ich natürlich die Tottenweiß, aber ja, bestimmt. Dann sei bei Tottenweiß weg, was soll's. Dann muss man halt hier ein paar Fahrzeuge mehr hinfahren. Naja, gut. Aber wenn ich das mache, die kann ich ja nebenher fahren. Dann bin ich denn jetzt überhaupt. Der war hier, das war schon das Gleis. Das wäre dann hier das Doppelgleis, okay. Über die Straße muss ich drüber. Könnte ja mal irgendwie eine Brücke bauen. Dann hätte ich da gar keine Probleme. Okay, hier hat er eine Brücke, wo man war, aber hier natürlich noch nicht. Dann mache ich das mal erzwungen. Ich denke schon mal was hier. Mit dem Pfeilerkollision. Okay, die Brücke geht, aber die ist natürlich hier doch deutlich zu schräg über die Linie. Also das dürfte hier das Problem sein. Wir gehen halt auch über die Bahnlinie. Da müsste ich hier irgendwie quer gehen. Platz. Naja, warum nicht? So, was nehmen wir denn hier für einen Diener? Oh, nehmen wir mal die. Oder die. Ah, ich nehme mal die zur Abwechslung. So, habe ich das richtige Gleis erwischt hier? Ja. Ich
mal, die Brücke ist nicht zu lang. Oh, schade. Sie ist zu lang. Oh, Mist. Das sah so schick aus. Oh, das ist ärgerlich. Tja, da muss ich irgendwo eine Aufschüttung machen. Das war eigentlich gar nicht so lang, Mensch. Das will ich nicht so haben. Kriegt da halt nicht hin. Andererseits hier habe ich ja auch nicht. Wir sind ja nicht verbunden. Das könnte ja natürlich der Grund sein. Ja, klar. Ja, Mist. Habe ich nicht aufgepasst. Wäre von mir. Das hätte ich hier erst noch ein Stück ausführen müssen. Fehler kosten Geld. So, jetzt habe ich hier wirklich zwei sauber verbundene Gleise. Da hätte ich denn eine Chance. Die Frage ist zwar, ob es geht, weil es ist trotzdem relativ lang. Aber dass es mit dem anderen nicht ging, das war so logisch. Das konnte nicht gehen. Da ist es jetzt sogar nicht. Naja, jetzt geht's garantiert, glaube ich. Jetzt hat er ja noch deutlich länger. Bleibt da am Boden. Dadurch sollte das eigentlich kein Akt sein. Ja, so ist es auch. Gut. Dann schon wieder mal noch nicht. Brauche ich noch eine Verbindung? Hey, was ist das? Ah ja, der ist auch ganz schön hoch. Hochgelegen, der Bahnhof. Das fällt mir gerade ein, so mit der Doppelverbindung. Das ist zwar ganz hübsch, aber eigentlich ist das falsch. Ich musste hier die zwei wieder auf eine zusammen schrumpfen lassen. Die andere Linie, die soll ja dann hier mal nach Ostnitz gehen. Okay, das ist besser. So, da haben wir schon mal die Verbindung. Allzu weit ist es ja nicht.
Das wird auch eine kleine. Aber ich denke, das muss dann hier bis zur nächsten Runde warten. Jo. Wie sieht's hier aus? Jetzt geht einigermaßen mit den Gütern. Hat sich so halbwegs stabilisiert. Hier sind wir jetzt auch schon bei fast 600 Millionen. Naja, das sind schon ziemlich ordentliche Zahlen hier. Was ging hier weg? Das war die Eisenbahn. Wundert mich. Verkauft. Ach so, das war die Brücke und die Sachen, die ich hier gebaut habe, die neue Linie. Die 5 Millionen, ansonsten sind wir eben aktuell eher so bei 20 Millionen pro Jahr. Naja, mal gucken, was die Linien so beitragen. Der Bus ist hier sogar über 200. Nicht schlecht. Lenting ist hier die Cash-Cow. Ah, wobei, die sind hier alle heftig im Plus. Das sieht schon ordentlich aus. Die hier ist nur noch nicht so riesig, aber immerhin ist auch ein Plus nach Ettenhausen. Naja, die wird hier nicht groß was werden, solange da nicht Stumsdorf ein bisschen weiter wächst. Das ist eher ein Verlustgeschäft und angelegt, damit Lindenbach und Stumsdorf wachsen können, aber ansonsten mache ich hier doch Miese. Naja. Und hier haben wir noch nichts. So, was machen hier so die Güterrouten? Alles gut im Plus. Die eine mehr, die andere weniger. Und die Straßenbahnen hier, die sind auch alle okay. Naja, wobei okay ist auch relativ. Viel ist nicht, was hier rumkommt. Aber, ja. Ist in Ordnung. Insgesamt sieht das doch sehr ordentlich aus. Und in der nächsten Folge werden wir denn hier den Anschluss von Valdez abschließen. Okay, ich danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.